leider keinen Kommentator mehr ranbekommen. Ja, wir sind hier im Winners Finals, Beißel gegen Splash Match. Eine Begegnung, die wir schon gesehen haben, aber noch nie im Winners Finals. Glaube ich zumindest. Ja, müsste stimmen. Eigentlich wurde Splash Match oft gegatekeept von SDN. Diesmal hat er ihn besiegt. Und jetzt gerade sieht es auch sehr gut aus. Oh mein Gott, er könnte hier erster oder zweiter Platz werden. Ich glaube, grundsätzlich war es eher Beißel, der diese Sets gewonnen hat. Aber jetzt gerade sieht das hier sehr gut aus. Nur gegen das Spam-Duell wird halt schwer, ne? Das Spam-Duell ist schwer zu gewinnen für Splash Mage. Puppy Chow. Ja, okay. Also Beißel immer noch am struggeln hier mit dem Stock. Und bisher macht Splash Mage das ziemlich gut. Aber hier, also über 100% Extra Credit schon angefressen. Mal schauen, ob er das auch. Ja, gucken wir mal. Also hier steht, dass Beißel noch nie gegen Splash Mage verloren hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt. Ich habe jetzt eine Puppy Chow eingegeben. Bei Splash Mage finde ich irgendwie nichts mehr. Ja, genau. 6-0 ist der Set Count hier für Beißel. Es gab hier und da mal ein 3-1, aber mehr auch nicht. Aber jetzt gerade, ist schon wieder knapper geworden auf jeden Fall. Aber immer noch eine Stock-Lead. Oh, so großer Damage hätte ich überhaupt nicht erwartet gerade. Von dieser kleinen Short-Orb hier. Weak Hit Forward Air. So, 17:30 Uhr. Wir sind hier im Winners Final. Das klingt auch gut. Davon gegen SDN im Loser Semifinals. Okay, das wird hier wieder ganz knapp, merke ich gerade schon. Es hat gut angefangen für Splash Mage, jetzt wird das doch auf jeden Fall sehr knapp. Aber der Charakter, der besser killen kann, ist auf jeden Fall Splash Mage. Robin, und man hat gerade im Gesichtsausdruck von Beißel gesehen, das war auf jeden Fall ein kleiner Schock. Okay, der bewegt sich schon ziemlich flüssig in-game. Doch, auf jeden Fall nice. Genau, das hier ist das Winners Finals. Hätte ich gar nicht erwartet, dass Splash Mage gegen SDN gewinnt, bin ich ehrlich. Einfach nicht, weil er einfach viel schlechter ist oder so, sondern einfach, weil er so ein bisschen der Boogeyman ist für Splash Mage. Aber wow, 2:1 einfach gewonnen gegen SDN. Auch gegen sein Ike. Das ist schon insane. Und da bin ich gespannt, falls SDN es schafft, nochmal an Splash Mage ranzukommen, ob er vielleicht Kirby spielt. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein gutes Matchup ist, aber manchmal ist das so. Ja, manchmal gewinnt er damit tatsächlich auch Sets, die er mit Ike verloren hätte. Das finde ich sehr interessant. Und natürlich gibt es auch noch den Wolf. Oh! Wichtig gerade für Beißel. Also ich hatte ab das Gefühl, dass das ein wichtiges Game gerade für Beißel ist. Ich glaube, hätte Splash Mage hier Momentum bekommen, dann wäre das Ganze für ihn deutlich machbarer gewesen. Es ist natürlich immer noch machbar, aber das ist auch schon mal was. Okay, hier gibt es hier wieder eine Kanalwette. Wie, darf man schon? Ich weiß nicht, ob das funktioniert gerade. Ich kann jedenfalls gerade da nichts rein voten. So. Game Nummer 2, Town and City, was ich interessant finde. Ist eigentlich auch eher eine Stage, die Beißel picken würde. Hm.
Oh. Oh. Wow, wie clean. Und das Setup. Oh, wie cool. Ja, jetzt ist die Dose wieder weg. Es war schon ziemlich clean gerade gespielt von Beißel. Er macht das hier immer besser. Und dieser Twitter-Kombo, schnelle Kombos, cleane Kombos-Stil hat sich so langsam in richtiges... Oh, schön von Splash Mage hier mit diesem X-Cross Thunder oder wie das heißt. Und der Forwarder. Ja, auf jeden Fall... Dieser Twitter-Style hat sich so richtig in so einen Turnier-Style entwickelt, wo die Kombos dann vielleicht nicht super schnell sind, aber sie sind lang, sehr lang und sehr clean. Und mehr so mit Setups, Setup-heavy. 186%. Oh, die Dose. Weiß nicht, die fliegt davon. Schon 54% jetzt auf dem zweiten Stock von Beißel. Es könnte schlimm für Beißel ausgehen, wenn er jetzt irgendwie, ja, einen von den Multi-Hits von Darain abbekommt. Und okay. 68% Extra Credit. Das ist auf jeden Fall schon gut. Splash Mage hat Town and City gepickt, ja auch. Oh, oh, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, sind es die Ceilings? Nee, ist zur Seite, ne? Ja, zur Seite, hat man gesehen. Doch, hat sich bisher auf jeden Fall gelohnt. Ein ganzes Stock jetzt gerade Lead. Mal gucken, ob er diese Lead halten kann. Na, schön. Ah, kriegt er selbst aber ein bisschen Prozente. Und traden, ja, ist gerade schwierig. Oh. Okay. Ja, versucht mit dem F-Smash. Wird gepunished. Lol, Dose. Habt ihr es gesehen? Ist aus dem Nichts gespawnt. Und da einfach geblieben. Kurz. Das sah interessant aus. Und auch zeigt ein bisschen, was für eine Power die Interruption Ability hat von. Ja, von Duck Hunt. Beißel nah dran jetzt hier am zweiten Stock, hier den zweiten Stock zu ziehen von Splash Mage. Schafft es auch. Schon wieder 68%, es hat sich nichts geändert. Wieder gute Ausgangslage hier gerade für Splash Mage. Oh, oh ja, Beißel darf jetzt auch langsam nicht mehr die Multi-Hits fressen wieder. Wir sind wieder an dem Punkt angelangt. Ja, Splash Mage macht das schon gut, auf jeden Fall. In letzter Zeit sehr viel besser geworden. Wir haben es bei NRW Cup gesehen, wo er, ich glaube, 49. geworden ist, stand da bei Smash der da. Okay. 55%, ja. Wird gerade schwierig für Beißel. Also er muss jetzt ziemlich clean zu Ende spielen. Kann wirklich nicht mehr viel fressen. Hat er zum Glück seine Wall, schafft es auch mit dem F-Smash hier, um nicht Schaden zu machen. Aber es reicht noch nicht. 82%. Oh, die killt noch nicht. Aber wir wissen ganz genau, Beißel schafft es meistens erst ab 160 zu killen. Außer er kriegt irgendwie clean einen F-Smash, eine Back-Air am Rand. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Splash Mage hier gerade gewinnt. Aber wir kennen Beißel, gibt nicht auf. 150 Max Rage. Oh, die Fair. Sehr schön. Und der Ausgleich hier von Splash Mage. Ja, spannend. Sehr spannend. Vielleicht könnte Splash Mage hier das erste Mal ein Turnier holen. Tosh, Tosh. Oh, guck mal. Skeddy musste leider schon vorher los, aber schon ist er im Chat. Ja, 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 ja. Ja, weggeschildpoked. Okay. Wir gehen in Game Nummer 3. Es wird sich nichts ändern, außer vielleicht die Stage. Auch wenn Town City Beißel auch mag, aber er mag wahrscheinlich nicht diese ja, Blast Zones. Oder? Ja, wir gehen auf Battlefield. Natürlich mit Boss Battle Song 1. Könnt ihr mal drauf achten, wenn Beißel die Chance hat zu picken, dann wird er diesen Song picken. Aus Brawl. Schön. Ja, macht er sehr gut gerade wieder. Wow, er trifft gerade mit allem. Wow.
Spielt auch sehr safe. Bisher noch keine risky Spikes oder sowas, sondern nur Damage, Chip Damage. Oh, cool, cool. Aber schon, also die Lead ist gar nicht mehr so groß, wie man vermuten könnte. Ich glaube, Smash Mash hat 2 oder 3 Hits getroffen und ja, ja, die Forward Air super strong einfach. Ja, ey, ihr könnt den Rahmen, du kannst den Rahmen Leuten auf jeden Fall ausrichten, dass wir so um 7:30 oder so auch da sind und der Spike! Schön gemacht von Beißel. Ja, also hier gerade Stocklead für Beißel, was auf jeden Fall sehr wichtig für ihn ist. Also, er kann ja diese Wall dann einfach absetten und da kommt Darain nicht so leicht durch. Robin. Und das ist der Damage. Guter Damage. Der F-Smash trifft auch. Da ist die Frisbee. Man denkt, sie trifft nicht mehr, aber dann dudelt sie da rum und man fällt trotzdem drauf rein. Okay, also jetzt das Match sieht ein bisschen nach einem Stomp aus gerade. Aber wer weiß. Guck mal hier, Cross Thunder trifft. Wir nehmen ihn einfach mal so. Und auch das killt noch nicht. 150% Max Rage fast. Ja, eigentlich schon Max Rage. Down Smash! Okay, und da kam irgendwie noch die Frisbee raus. Den Mini-Extra-Credit. Ja, sehr gut. Sehr gut. Genau. Wir kommen auch noch Ramen essen. Ich habe heute nichts gegessen, außer Muffins. Viele Muffins, aber... Ja. Leckere Muffins auch. Ah, der Husten. Ich werde nicht mehr los. Zeit. So. Also, wie sieht's denn aus? Splash Mash hat auf jeden Fall gut zurückgeholt. 70%. Er kann auf jeden Fall auch jetzt schon killen. Nur, ja, der F-Tilt reicht. Ja, genau. Extra für Rahmen nichts gegessen. Und gleich geht's ab. Gleich hier die Super Bowl Tantamen. Meine Güte. Oh. Oh. Oh, Beißel geht extra deep, aber... Ah, okay. Da, er hat es schon wieder ausgeglichen hier, Splash Mage. Und ja, Beißel hat versucht, noch in die Dose zu kommen. Also er hat da irgendwie seinen Dosenplay versucht, aber... Hat nicht so gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, bei wie viel Prozent er gestorben ist. Guckt einer, eigentlich einer von NTL gerade zu? Skrull da vielleicht? Beißel? Hier. Wie sage ich? Repus. Wie sieht's aus mit DNL? Ist DNL am Start? Tim? Wir brauchen hier ein bisschen mehr Anfeuerungsrufe, glaube ich, für Beißel. Obwohl, ja, gerade sieht's gut aus für ihn. Aber hier ein bisschen leechen. Der Gunman liegt aber auch immer eine halbe Ewigkeit, wenn er getroffen wird. Der lange. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich glaube, da hat die Dose irgendwie getroffen. Aber es steht 2:1 für Beißel. 2:1. Wie gesagt, Splash Mage hat es bisher laut Statistik als Puppy Chow noch nicht geschafft, mehr als ein Game von Beißel zu ziehen pro Set. Mal schauen. Es könnte dieser Tag sein heute. Das ist die Chance für Splash Mage, ja, eine Medaille zu bekommen. Eine Medaille zu bekommen. Das sieht man gar nicht, ne? Aber sieht cool aus, glaubt mir. Oh, haben wir hier? Medaille. Yeah. Das steht aber April 2024, ne? Ist von letztem Mal. Vorletztem Mal. Ja, habe ich noch nicht gegeben. So, es geht auch weiter.
2:1 für Beißel. Und es geht auch direkt gut für ihn los. 38% schon. Aber, oh, wir sehen hier mehr als eine Ladder-Combo. Oh. Das war auch cool gerade. Weiß er. Und wie Skeddy ihn nennt, der Bronze-Buddha. In der Player-Cam mit dem Spike. Richtiger Spike hier gerade. Das könnte die Vorentscheidung sein. Schön. Das war eine komische Interaktion gerade mit der Frisbee und dem Arcfire. Ja, so langsam schafft es Spice hier Smash Max zu überrunden. Aber, Surprise Kill mit der Forward Air. Oh, die Back Air. Oh. Schafft es hier, nicht von der Frist getroffen zu werden, aber die Back Air punisht das Get Up. Und wir sehen hier den vielleicht letzten Stock für Splash Match. Vor allem, wenn Beißel weiterhin so aggressiv Kombos macht und Damage. So aggressiv gerade. Wie kann er in diesem Zeitpunkt? Normalerweise würden die Leute sich verbarrikadieren. Ah, da ist Cruel. Kaya Cosmos. Sehr nice. Es geht, es geht, es geht. Durch. Ja, es sieht im Moment danach aus, als ob Beißel hier ins Grand Finals einziehen könnte. Und wir haben bei SCF, Smash Cup Flensburg, genau, SCF, bei dem letzten SCF, gesehen, wie Beißel Game 10 gegen SDN im Bracket Reset verloren hat. Ich bin mal gespannt, ob ob wir uns wieder in diese Richtung bewegen, dass SDN dann gegen Beißel spielt im Grand Finals und dann möglicherweise ein Reset holt. Das war's. Beißel gewinnt 3:1 gegen Splash Mage. So wie unzählige Male vorher. Es ist meistens ein 3-1.